Guten Morgen und herzlich willkommen hier zum Samstags-Reading. Ich hoffe, es geht allen gut und ihr habt nicht zu viel Stress mit den Ostervorbereitungen. Eigentlich ist es ja ein Fest, das man feiern darf, ohne sich vorher stressen zu müssen. Ja, wir gucken einfach mal, was ich euch erzählen darf. Es ist eine allgemeine Legung. Nimm nur das an Inspirationen für dich mit, was dich anspricht. Und alles andere lass gerne weiterziehen. Und wir schauen jetzt mal, was das Universum uns denn an Impulsen hier auf den Tisch bringen möchte. Danke sehr. Wenn alles möglich wäre, ja, was wäre denn dann? So oft wissen wir, was wir nicht wollen, aber nicht, was wir wollen. Was und wie hätte ich mein Leben jetzt gerne? Ja, schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Wenn du wollen könntest, wie du eben wolltest, was würdest du jetzt verändern? Jetzt sofort. Und dann stellt sich aber auch sofort die Frage, was steht da im Wege? Ablehnung. Sei du selbst, lerne dein wahres Selbst kennen. Die Angst, bei Ablehnung zu sterben, ist heute nicht mehr real. Als Geschenk schickt dir das Universum Menschen, die zu dir passen, weil sie dein wahres Selbst sehen, erkennen und fühlen. Gibt es da noch Menschen, von denen du dich abgelehnt fühlst und wo diese Ablehnung sich anfühlt wie ein kleiner Tod, weil du denkst, du bist von der Anerkennung dieser Menschen abhängig? Dann fang an, dich selbst zu ermächtigen, denn das sind wahrscheinlich irgendwelche Erfahrungen, die du als junger Mensch mal gemacht hast. Heute bist du aber erwachsen und in der Lage, dich selbst zu ermächtigen, wenn du nur weißt, was du willst und wenn du nur dein Potenzial entfaltest und erkennst. Das ist in Worten immer leichter zu sagen. Das Ganze ist natürlich ein Prozess. Aber man kann natürlich auch alles auf morgen oder übermorgen oder auf die nächste Woche schieben. Man jeden Tag ein bisschen verbessert an dem, wie man eben ist und an dem, was man eben tut, dann kommt man Schritt für Schritt, aber immer weiter. Die liegende 8. Es fehlt die Balance. Zentriere dich. Male dafür eine liegende 8 auf ein Papier oder in die Luft. In der einen Schlaufe sagst du dabei, ich verbinde mich, und in der anderen, ich lasse los. Wiederhole diese kleinen Zentrierungsübungen einigen Minuten lang und du wirst sehen, wie du immer mehr in dein Gleichgewicht, in deine innere Balance kommst. Und die innere Balance, da mangelt es manchmal dran, zumal, so wie das Leben heute eben gelebt wird, man ja überhaupt nicht unbedingt mehr zur Ruhe kommen kann. Viele auf jeden Fall nicht. Die haben so einen Freizeitstress. Selbst wenn sie frei haben, sind sie immer nur beschäftigt. Auf der Suche nach mehr. Ja, wenn denn alles möglich wäre, was würdest du denn tun wollen? Oder würdest du dann überhaupt etwas tun wollen? Was wäre der schönste Zustand, den du dir vorstellen kannst? Da bin ich jetzt echt gespannt. Schreib mir das mal in die Kommentare. Bitte. Was geht's denn heute an diesem Samstag noch? Finde. Wonach suchst du? Dann suche nicht mehr, sondern finde. Schaue, wo bieten sich Möglichkeiten? Wie kannst du die ersten Schritte einläuten? Finde deinen Weg. Suche ihn nicht, finde ihn. Sagt sich immer so leicht, aber mit wachen Augen durchs Leben zu gehen, da findest du mehr, als du so im ersten Moment so denkst. Ich bin ja auch erst mal vor ein paar Jahren auf diesen spirituellen Weg geführt worden und da habe ich mich auch viele Fragen gestellt und gedacht, ja, erzählt ihr ja alle so was Schönes, aber irgendwie habe ich den Eindruck, ich komme nicht weiter. Ja, warum bin ich nicht weitergekommen? Weil ich immer verkrampft gesucht habe nach irgendeinem Sinn, nach irgendeiner Antwort. Naja, wenn du die Dinge auf dich zukommen lässt, dann findest du zur richtigen Zeit das, was du brauchst, um zu erfüllen, was du dir wünschst. Auch das kommt dann, wenn die richtige Zeit dafür ist. Es ist immer nur wichtig, auf die Gedanken zu achten und sich damit eben nicht im Weg zu stehen. Es gibt heute, glaube ich, ein Treffen.
ein Treffen mit jemandem aus deiner Familie und mit diesem Menschen fühlst du dich auch schon verbunden, seit du denken kannst, wer immer das ist. Geschwister, Sohn und Bruder, ja, sind ja Geschwister, Mutter, Vater. Wer immer es ist, da kommt heute jemand und du hast den starken, einen starken Bezug zu diesem Menschen. Allerdings wird dir dieser Mensch heute den Spiegel vorhalten. Und dieser Spiegel wird dir zeigen, dass du nicht mehr das kleine Kind bist, dass man da regieren kann, dass du deine eigenen Wellen reiten darfst und dass du dich von den Fesseln dieser Familiengeschichte befreien darfst. Wir hatten gestern ein Familienfest und da gab es auch war kein Familienfest, aber meine Kinder waren halt eben auch da. Alle, die hier waren, zählen irgendwo zur Familie, weil es Seelenfamilie ist. Und da gab es auch ein Gästebuch und da ist mir ein Satz so richtig im Kopf hängen geblieben. Und da stand: Ich wünsche dir für die nächste Zeit das Beste. Und die Freiheit, denn du hast sie dir verdient. Muss man sich Freiheit verdienen oder liegen wir einfach nur an den Fesseln oder in den Fesseln, weil man uns mit solchen Glaubenssätzen gefüttert hat, wie von nichts kommt nichts, muss schon was dafür tun, damit du dies und das erreichst. Ja, manchmal ist das so, aber muss man sich alles verdienen oder hat man es nicht schon in dem Moment verdient, wo man auf die Welt gekommen ist? Na, die Fülle ist unser Geburtsrecht und solange wir uns da mit dem Mindset noch im Weg stehen, kann das ja nichts werden. Und von diesen Fesseln darf man sich jetzt befreien. Ich hätte noch gern drei Karten. Das ist manchmal so subtil wie die Kindheit oder die Erfahrungen aus der Kindheit immer noch durch uns hindurch sprechen. Und manchen fällt das noch nicht mal auf. Das ist dann tatsächlich Glaubenssatz, der blind übernommen worden ist. Hier möchte Heilung stattfinden und es möchte auch kommuniziert werden, entweder mit dem Familienmitglied selbst oder aber mit dem Universum. Es könnte sein, dass sich da noch mal ein paar Umwege zeigen auf deinem Weg, aber grundsätzlich gehören diese Umwege dazu, damit du auf deinem Weg entscheiden kannst, das möchte ich noch haben in meinem Leben und das darf jetzt echt mal verbannt werden, hätte ich bald gesagt, verschwinden. Ein Heilstein, der dich hier an dieser Stelle unterstützt, sagen wir direkt drei. Das ist einmal der Ametrin. Ja, mache deine Träume zu deinem Groß, mache deine großen Träume zu deinem großen Leben. Mit anderen Worten, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Wenn alles möglich wäre. Was will ich denn dann, wenn alles möglich wäre? Der Opal, den habe ich um den Hals hängen, den ziehe ich aber jetzt nicht aus. Fühle alle deine Gefühle und lass sie zu. Manche drückt man ja schon mal an die Seite, wenn sie unangenehm sind. Merkt man Kloß im Hals und versucht sich das abzuklemmen, weil Weinen eben nicht unbedingt das Schönste der Gefühle ist, ist aber häufig sehr befreiend. Ist für die Menschen von Bedeutung. Moment, ich muss es übersetzen, wie gesagt. Wenn sich etwas vorwärts bewegen soll, ein Projekt, eine Beziehung, die Energie erhöht werden darf. Und ich versuche es abzukürzen, der Skolektit, nee, scheiße, das so, Skolexit. Habe ich noch nie was von gehört. Glaube an deine Träume. Ja, es geht darum, Träume zu verwirklichen, überhaupt zu gucken, wovon träume ich denn, warum halte ich mich immer noch zurück. Und beanspruche mit dem Hiddenit, der sieht so aus, deinen glücklichen Platz. Es ist dein Recht, ein glückliches Leben zu führen. Und niemand hat das Recht, dir da im Weg zu stehen.
Zahlen, die heute von Bedeutung sein können, die 7 schon wieder und die 10. Das heißt in anderen Worten die 17, 7., 10., vielleicht ein Geburtsdatum, was dir bekannt vorkommt. Oder aber der 10., 7. Die Steinböcke sind hier wahrscheinlich am betroffensten, aber vielleicht hast du auch Steinbock in der Chart, im Mond, in der Venus, in deinem Aszendenten. Ich kann heute nicht reden. Ihr wisst, was ich meine. Aszendenten. Jetzt geht aber richtig los. Realisiere den Erfolg und die Umstände bestimmen. Oder bestimmst du die Umstände? Das hatten wir diese Woche schon mal da liegen. Manche Dinge kannst du nicht von heute auf morgen verändern. Aber jeder kleine Schritt in die richtige Richtung bringt die Veränderung, bringt das Rad hier zum Laufen. Und ja, die Zahl 10, die Zahl 7. Könnten dir heute häufiger begegnen oder aber sind vorhanden in Geburtsdatum, Telefonnummer, Hausnummer. Lassen wir es dabei stehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Nutzt ihn für euch und tut euch gut. Lasst das Herz regieren und gerne bis zum nächsten Mal.